Herzlich willkommen zu einer heute für heute letzte Folge. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Nee, Freitag, Entschuldigung, Freitag. Wir haben das mal probiert. Ich habe eine neue Cosplay-Version drauf und werde gleich nachher mal schauen, ob der Abfahrer dann auch besser funktioniert. Ich habe den Mod rausgenommen für realistische Gewichte. Ob es dann klappt, dass ich anfahre. Wir starten wieder mit der Aussaat und mit der Zeit stoppen. Ne? Wir wollen ja nicht überziehen, so wie gestern. Einstellen. Aber gestern wollte ich noch mal fertig machen, dass wir mit der Aussaat bringen. Rund gefällt mir nicht ganz so, wieder mehr Verlust. Aber ein Rund arbeitet am besten, das ist halt so. So, gehen wir mal auf den Abfahrer. Da laden wir mal den Kurs. Ja, laden können wir nichts. Wenn ich recht erinnere, Überführung, Verkauf hat geschrieben. Verkauf, Verkauf, Soja, Verkauf, Gerste, Viehhändler. Mal ganz kurz hier einstellen. Dann sehen wir, wo wir fahren. Gehen wir mal auf den richtigen Kurs. Gewicht hat er jetzt 33 Tonnen statt 46. Wollen wir mal sehen, ob der besser ist. Ich stelle ganz kurz den Lenkrad wieder ein. Der Bauer ein bisschen, hängt ein bisschen fest. Keine große Panik, geht weiter. Warum das so ist, keine Ahnung. Ja, diese Kurven mag er nicht. Ist ja auch so schnell eingefahren, aber dazu sagen. Das fahre ich, das Verkehrskursblick. Die entscheidende Frage, ob er jetzt den Verkaufspunkt erkennt, anhält und ablädt. Aber wir werden mal probieren, ob wir was mit der Geschwindigkeit was machen können. Und zwar maximal nicht, da gehen wir runter auf knapp 50 km/h, das müsste dann hinkommen. Denn wenn er schneller fährt, wird es Probleme geben. Aber mit 50 km/h sieht das gut aus. Ja, das passt. Ich denke mal, das können wir so lassen. Dann schauen wir mal ganz kurz. Befüllung, Weizen, Gerste. Sollte jetzt so alleine laufen. Sollte. Das sollte nicht wäre, ne? Oder das wäre, wenn. Jetzt werden wir mal ganz kurz den Drescher leer machen. Die Aufnahme läuft. Läuft, ja, ist gut.
Da wird nichts, da wird das zu eng. Einmal schön leer. Leer waschen müssen, ne? Waschen, da ist so mistig geworden. Du. Takten müsste ich mir auch. Aber ich befürchte ja, dass wir eine neue Karte kriegen und dann geht die. Die ist auch noch nicht leer. Dass wir dann neu anfangen müssen. Aber das versuche ich so zu drehen, dass wir das so hinbekommen, dass wir das wieder so haben, wie es ist. In etwa. Mit Fahrzeugen und mit dem Land. Ich habe es noch nicht gemacht, wir probieren, wie wir das Geld hochkriegen. Jetzt heben wir uns vorher die Kosten zusammen. Ungefähr. Von jetzigen Wert der Maschinen, vom Land, vom Wert des Landes. Dann wir gleich waschen und gleich abhängen. Nicht so gut, immer noch ausklappen lassen. Und war nichts. Nicht runterfallen lassen, ne? Ja. Weicher arbeiten. So, jetzt schnell waschen. Wenn ein bisschen sauber ist, eine Weile brauchen wir nicht. Bis der Hafer kommt, das dauert eine Weile. So, das war sauber. Maschine waschen. Ideal, ideal, ideal. Noch ein bisschen Rest dran. Wieder einsteigen und nicht anhängen. Chip Tunic 2 steckt im Verkehr. Das ist mir neu. Ja. Das ist Chip-Tuning ist das. Ach so, okay. Dann müssen wir warten. Beziehungsweise wir wollen warten. Bis unser Chip-Tuning um die Runde gefahren ist, ne? Vor den aufladen können. Sonst steht da auch wieder im Weg. Und wieder die Meldung hier. Chip-Tuning. Versteckt Verkehr. Ja, jetzt können wir ausleeren. Ja, aber Schiff hat nicht aufgeladen. Das war zu kurz. Prozent braucht sie losfahren. Da, das wird nichts, Kollege.
den Kurs löschen, neu laden. Gerste, 9%. Tu es auch. Ja, man muss wahrscheinlich nicht mehr laden, ne? Sonst fresh er durch. Ne, jetzt kippt er aus. Oh nein! Das ist doof. Das ist saudoof. Komm hinterher. Ja, lass ihn fahren. Ja, dann muss ich mir einen anderen Silo besorgen. Verkaufskurs. Überführung. Verkauf, Verkauf. Dann laden wir manuell auf. Scherzkeks hier, ne? Der Silo-Verkauf gibt's auch nichts. Tut mich lange rumfahren. Verkaufe ich alles und dann ist es gut. Der LKW ist unterwegs. Da werden wir eingreifen. Auch gut. Nicht gut. Gut, leer. Dann fahren wir zurück. Ganz schnell. Nehmen wir den Großanhänger wieder. Obwohl, das lohnt sich gar nicht. Wird wohl der Gehverkehr kommen. Weil. Ein Platz machen, die Verrückten. Kursbefahrer sind die ganz Verrückten. Hauptsache, geht gut. Ja, mit. Traktoren sind irgendwie besser. PKW klappt nicht so. Aber klappt nicht so wie soll, sagen wir so. Und fahr mal nicht um, du.
Oh, viel Hunger. Oh, wird Weizen am besten gezahlt. Jetzt wird gerade wo nicht speichern soll. Okay. Zeit, ein Minute. Ja, gut. Weizen. Steigt noch. Auch Landhändler. Dann kommen wir dahin. Ach, wir haben Weizen gerade geladen. Da gibt es keinen Kurs. So, mit anderen. Es läuft ein bisschen besser ohne diesen Realistic Mod. Ich habe auch einen kleinen Hänger jetzt und weniger Ladevolumen. Fahren wir fix zum Viehhändler? Ne, wir haben den Mathe andere, ja. Wir fahren jetzt zum Landhandel. Ist mehr oder weniger um die Ecke, in Führungszeichen. Schauen wir mal. Da hat ein Loch im Auspuff, glaube ich. Wie der klingt. Oh. War zu schnell. So. Verkaufen wir schnell und dann ist die Folge wieder zu Ende. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat gefallen. Bisschen Action. Würde mich freuen über ein Like. Genauso wie ein Abo. Da gibt es ja noch einen Keks. Dann sage ich mal schon mal Danke. Und hoffe auf ein Wiedersehen. Zur nächsten Folge. Dann sage ich mal Tschüss und ich winke. Bis dann. Ciao, ciao.